Felix fordert für die EU und für uns als Bürger innerhalb der EU einen fairen, einen demokratischen Diskurs. Und er, glaube ich, schafft das, indem er Leute systematisch ausschließt. Jan Felix steht auf und sagt, indem wir eine Meinung systematisch von der EU-Ebene ausschließen, helfen wir der EU weiter voranzukommen, helfen wir es, einem Diskurs fairer zu bleiben. Wir auf Seiten der Opposition stellen uns heute hier ganz klar dagegen. Wir sagen, ein Diskurs kann nicht fair sein, wenn ich bestimmte Meinungen nicht aufnehme. Wir sagen, eine Demokratie kann nicht demokratisch sein, wenn ich mit bestimmten Meinungen mich nicht auseinandersetze. Eine Demokratie wird schwächer, nicht dadurch, dass es Leute in ihr gibt, die sie nicht mögen und die sie kritisieren. Eine Demokratie wird schwächer, wenn sie zeigt, sie kann sich mit diesen Leuten nicht auseinandersetzen. Sie kann keine Gegenlösung zu Problemen finden, die hier tatsächlich aufkommen. Denn viele sagen, es gibt verschiedene Entscheidungsebenen. Es gibt die nationale Ebene und es gibt die europäische Ebene. Wir stimmen dem vollkommen überein und wir glauben, dass Dinge, die mich als Bürger auf europäischer Ebene betreffen, dass ich dort auch auf europäischer Ebene die Möglichkeit haben muss, hier Handeln zu bilden, die Möglichkeit haben muss, eine Option aufzuzeigen, auch wenn sie bedeutet, Johannes, dass ich austreten will. Das muss gehört werden von den anderen Menschen auf dieser europäischen Ebene. Ansonsten schießen wir uns selbst ins Bein und zeigen, dass wir demokratisch schwach sind und dass wir nicht legitimiert sind. Und das bringt mich zu unseren eigenen Punkten. Ich möchte damit anfangen zu zeigen, dass die EU akute Probleme hat, mit denen wir umgehen müssen. Und das sehen wir auf Seiten der Opposition ganz genauso. Die Demokratisierung war hier sehr viel schwerer. Das Verbinden dieser zwei Ebenen, über die die Regierung hier geredet hat, war nicht so einfach, wie wir uns das erhofft haben. Wir haben eine Distanz zum Bürger aufgebaut, wir haben die Nähe zum Bürger verloren, obwohl wir eigentlich eine erweiterte Demokratie haben wollten. Aber damit haben wir nicht geschafft, tatsächlich umzugehen. Und wir auf Seiten der Opposition zeigen euch heute, dass es daran liegt, dass eben genau solche Anträge durchkommen, dass es daran liegt, dass wir hier ausschließen wollen. Denn was heißt es, wenn wir eine Alternativlosigkeit zulassen? Wir sagen, eine Alternativlosigkeit führt hier zu einer Lähmung. Zu einer Lähmung von den Parteien, die Jan Felix hier verteidigen wollte, nämlich die, die EU wollen. Weil die sehen nur noch einen einzigen Weg, nämlich mehr EU, und versuchen, den so gut es geht zu gestalten. Und das hat einfach nicht genügend Druck, um hier zu tatsächlich positiver Veränderung zu führen. Das ist unser erster Mechanismus hier. Zusätzliche Optionen, die aufgezeigt werden und akzeptiert werden, lösen einen Druck auf mich auf, an dem jetzigen Weg etwas zu ändern. Denn anscheinend ist dieser nicht alternativlos. Anscheinend funktioniert dieser im Moment sogar so schlecht, dass Leute, obwohl wir so viel von der EU gewonnen haben bisher, sagen, sie wollen raustreten. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, wenn wir sagen, wir wollen auch in Zukunft davon profitieren. Wenn wir sagen, das ist tatsächlich die beste Lösung, dürfen wir nicht aufhören, uns der Pflicht auszusetzen, diese Lösung zu rechtfertigen. Wir müssen diesen Weg immer wieder gegen andere Optionen rechtfertigen und dürfen die nicht ausschließen und diese Rechtfertigung aufhören an der Stelle. Schließen wir. Wollen die CDU und die Grünen die gleiche Ebene? Nein, natürlich nicht. Sie wollen aber eindeutig die EU. Sie führen hier keine tatsächliche Option ins Feld. Und das zeigt sich am letzten Wahlkampf. Die Parteien haben sich darauf fokussiert, die EU zu verteidigen, weil sie diesen Druck gespürt haben. Und wir sagen, das ist gut an dieser Stelle. Aber wir sagen, das ist die aktuelle Frage. Führt mich zu meinem nächsten Punkt. Was zeigen diese Parteien uns eigentlich, die von Jan Felix hier eingeführt wurden? Diese Parteien sind für uns vor allem ein Kanal und ein Warnsignal. Ein Kanal, und das ist ganz wichtig, für reale Probleme unserer Bevölkerung in der EU. Das sind keine Spinner, auch wenn wir sie manchmal gern so darstellen wollen, weil uns ihre Lösungen nicht passen und weil sie wahrscheinlich auch oftmals falsche Schlüsse ziehen. Die Lösung, einfach Ausländer rauszuschicken, damit es uns besser geht, ist eine Scheißlösung, aber sie ist eine Lösung auf ein Problem, das unsere Bürger fühlen. Und hier wird ein Kanal geschaffen, den unsere Bürger vorher nicht bekommen haben. Wir haben unsere Bürger allein gelassen und das hat uns überhaupt erst in die Situation geführt, die Jan Felix und Johannes hier verändern wollen mit diesem Antrag, was sie aber nicht schaffen. Es sind echte Probleme. Wenn wir diese als Spinner abtun und als gefährlich abtun, werden wir uns mit ihnen nicht auseinandersetzen, werden wir keinen Gegenkanal tatsächlich bringen. Die Bürger fühlen sich alleingelassen. Das ist schon eins unserer großen Probleme, nämlich die Distanz zum Bürger. Wenn wir hier nicht einschreiten und diese Chance nutzen, ihnen zu zeigen, dass wir stark genug sind, uns auch damit auseinanderzusetzen, werden wir immer mehr Legitimation verlieren und an dieser Stelle immer weiter tatsächlich in eine schlechte Richtung und eine schlechte Entwicklung ab. Wahlkampf schafft auch Legitimation. Warum muss das in einen Diskurs aufgenommen werden? Gerade in etwa in einem Organ wie dem Europäischen Parlament, das ausführend sein muss und das eben die Plural
Pluralität an Meinungen seiner Bevölkerung widerspiegeln muss. Aber es ist eine Pluralität. Du als Bürger lehnst das Parlament ab. Das ist eine Meinung, die du zu Recht hast. Das ist eine Meinung, die du mit Gründen hast, auf die hier eingegangen werden müssen. Was mich zum nächsten Punkt führt von uns, nämlich dem Diskurs. Nächster Mechanismus. Wie funktionieren Diskurse? Er will einen fairen Diskurs. Wir sagen, ein Diskurs muss vor allem eins. Er muss Aufmerksamkeit schaffen für Probleme, die es gibt und diese alle einbringen, weil sonst sehen wir sie nicht. Und er muss Auseinandersetzung schaffen, weil Auseinandersetzung verhindert, dass schlechte Lösungen stehen bleiben und durchkommen. Wenn ich einfach ignoriere, dass meine Bürger Angst vor mehr Migration haben, dann überlasse ich dieses Feld komplett rechtsradikalen Parteien, die hier für die Bürger anscheinend die einzige Lösung zu sein scheinen, weil niemand anders dieses Thema tatsächlich aufgreift. Alle anderen tabuisieren es und nennen dich Rassist, wenn du etwas Besseres sagst. Aber wir tabuisieren es nicht. Die tabuisieren andere Dinge. Aber trotzdem ist es wichtig, dass sie diese Lösung nicht einfach, dass wir dieses Feld ihnen hier nicht überlassen. Dass wir eine Alternativlösung angehen. Dafür müssen wir aber erstmal das Problem akzeptieren. Diese Parteien stellen das Problem tatsächlich da. Entschuldige, ihr kommt bestimmt gleich nach Marken. Das war der Punkt zu dem Diskurs und der steht ganz eng mit unserem nächsten Punkt, nämlich der Demokratie selber zusammen, den ich schon am Anfang eingeführt habe. Warum wollen die beiden eine schwächere Demokratie, warum wollen die beiden einen unfaireren Diskurs? Demokratie stärkt sich durch Gegner. Keiner hat gesagt, Demokratie ist leicht. Keiner hat gesagt, Demokratie ist nämlich super leicht, wenn alle dieselbe Meinung verfolgen. Weil dann brauche ich mich eigentlich mit nichts auseinanderzusetzen. Und dann funktioniert das Ganze. Wir haben jetzt gesehen, als wir diese Ebene der Demokratie erweitert haben innerhalb der EU, dass es nicht so leicht ist. Dass wir tatsächlich immer mehr verschiedene Probleme haben, die zu unterschiedlichen Meinungen führen, die nicht mehr mit unserem Wertekonsens zusammenhängen. Zumindest auf den ersten Augenschein. Was wir schaffen müssen, ist die Probleme wieder innerhalb unseres Wertekonsens reinzuziehen. Die Probleme im Rahmen dieses Wertekonsens zu lösen. Aber wenn wir sie von vornherein ausschließen, wenn wir von vornherein die Kanäle in eine nicht sichtbare Ecke abdrängen, die diese Probleme für uns aufzeigen, dann tun wir dem keinen Gefallen, tun wir uns keinen Gefallen. Dann zeigen wir sind schwach, dann zeigen wir sind nicht demokratisch legitimiert und dann zeigen wir unseren Bürgern, wir gehen auf sie nicht ein. Aus all diesen Gründen bin ich sehr stolz heute auf seine Bürger.